Barack Obama in Berlin, Ex-US-Präsident Merkel beim Dinner. Barack Obama, 61, ist diese Woche in Berlin zu Besuch. Nach der Landung am Dienstag, 2. Mai, am Hauptstadtflughafen Beijing ist für den früheren US-Präsidenten laut der Bild-Zeitung zunächst ins Berliner Hotel Adlon, wo er übernachtet. Am Nachmittag traf sich der 61-Jährige mit mehreren jungen Menschen, die er mit seiner Obama Foundation fördert. Abends wartete dann ein Dinner mit einer alten Freundin, bewacht von deutschen und amerikanischen Sicherheitskräften speiste Obama mit Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel, 68, und deren Ehemann Joachim Sauer, 74, in einem italienischen Lokal im Stadtteil Schöneberg. Wie die Zeitung weiter berichtet, um 22.30 Uhr soll das Trio das Restaurant gut gelaunt verlassen haben. Obama bleibt noch bis Donnerstag in Berlin. Am Mittwochabend, 3. Mai, hat Barack Obama einen großen öffentlichen Auftritt in der Mercedes-Benz Arena. Moderator Klaas Häufer Umlauf, 39, wird durch den Abend mit dem Titel An Evening with Präsident Barack Obama führen. Nach Angaben der Veranstalter will Obama eine Botschaft des positiven und nachhaltigen Wandels setzen. Barack Obama ist schon seit einigen Tagen in Europa und absolvierte ähnliche Termine in Zürich und in Amsterdam. Auch in Zürich moderierte Häufer Umlauf und sprach mit dem Ex-Präsidenten über Familie und Politik. Zuvor war Obama privat in Barcelona, wo er sich mit Regisseur Steven Spielberg, 76, und Sänger Bruce Springsteen, 73, zum Abendessen traf und gemeinsam mit Ehefrau Michelle, 59, ein Konzert Springsteens besuchte.